Willkommen heute zu einem neuen Video, in dem es um die Inferno-Babys und die Drachenreiter geht. Eine andere Form von R-Hybrid. Ich habe einfach mal die normalen Drachen in Kombi mit Drachenreiter ersetzt durch Inferno-Babys mit Drachenreiter und auch ein paar Loons dazu. Ziel ist es, bei dieser Base einen Legendenangriff erstmal Dev mit dem Sui rauszubekommen. Ich habe jetzt den Feger geblitzt und werde jetzt gleich mit den Helden auf 6 Uhr starten. Ich habe mein derzeitiges Standarddeck dabei. Das besteht aus 8 Inferno-Bibis, 5 Drachenreitern, 5 Loons, ein paar Kobolden zum Funneln und Mauerbrechern. Ja, die Helden habe ich gesetzt. Ich werde jetzt gleich die Mauerbrecher noch setzen. Die dienen eigentlich irgendwie nur so ein bisschen zur Ablenkung, weil wie ihr sehen könnt, ist ja die Zickzackmauer auf 5,30 bzw. auf 5 auch die Mauer zum Adler offen. Meine Helden gehen also auch brav in die Richtung. Ich habe jetzt zuerst gesetzt eine Reihe der Inferno-Babys und dahinter die Reihe Loons zusammen mit dem Warden, der natürlich auf Luft steht. Meine Truppen habe ich direkt am Anfang mit 2 Wut wütend gemacht, um sie schneller in die Base zu bekommen. Unter Einfluss von Frost gehen sie auch gut durch. Ich habe die Blimpe eben schon gesetzt und unter dem Einfluss des Wardens fliegt die auch durch bis zum Rathaus. Ich habe jetzt dabei Drache und Loons in der Blimp. Alternativ, auch später im CK noch gezeigt, nutze ich gern eine Yeti-Blimp, wenn ich sicherstellen kann, dass ich damit nicht die Gegner CB ziehe. Ja, wie ihr sehen könnt, der Angriff ist eigentlich ähnlich dem normalen R-Hybrid mit Drachenreitern. Die Inferno-Bibis arbeiten so ein bisschen anders. Ich finde, die nehmen manchmal deutlich gezielter Gebäude raus, hängen vielleicht auch nicht so lange an irgendwelchen Lagern fest. Sollten eure Gegner allerdings ausschließlich Single-IT haben, finde ich es so in dieser Kombination schwierig. Da macht es dann mehr Sinn, die Inferno-Bibis mit Loons und Skelettzaubern zu kombinieren. Jetzt einmal das Ganze im CK. Danke an den Undertaker von B13, dass ich den Angriff aufzeichnen durfte. Hier steht einer der IT auf Single und der Gegner von B13 hat Skelettzauber dabei. Er startet mit einem Funnel auf 11 Uhr, setzt gegenüber die Helden auf 9 zum Sui, dass die Base schmaler machen. Nach seiner Reihe Inferno-Bibis, Drachenreiter, Loons droppt er direkt den Warden und die Blimp, zündet auch direkt den Warden, dass die Blimp durchkommt bis zum Rathaus. 2 seiner Skelettzauber hat er jetzt auch zum Entry geworfen. Die CB hat er ja gezogen, da hat er auch den Giftzauber geworfen. Und jetzt pusht er mit ein wenig Wut seine Drachen bzw. Drachenreiter durch die Base. Was ich hier ganz gut finde, ist, dass seine Helden auf der Seite 9-6 sehr weit gekommen sind. Er hat unten bei dem Single-IT auch rechtzeitig einen Skelettzauber geworfen, sodass der IT überhaupt nicht seinen King bzw. die Queen anvisiert hat. Und wie ihr gesehen habt, die Royal Champion hat er auch von unten dazu gesetzt, sodass da unten alle 3 Helden auf 6 Uhr gearbeitet haben. Aber der Skelettzauber hat den Gegner-IT so schön abgelenkt und die Dev, dass da gar nicht so viel passiert ist. Queen hat immer noch volles Leben, noch nicht mal gezündet. Der King lebt auch noch. Die räumen außenrum richtig schön leer und sein Mittellufteil, sein Hybrid, hat die Mitte komplett rausgenommen. Es läuft zusammen und es ist ein richtig schöner 3-Sterne-Angriff gewesen. Death Carnival ist im Übrigen ein C1-Clan, die diesen CW auch gewonnen haben. Hier seht ihr jetzt einen CW-Angriff nach dem gleichen Prinzip. Ich bin Freund davon, die Feger zu blitzen, habe ich hier auch getan. Auf 3 Uhr starte ich den Sui, eng die Helden nochmal so ein bisschen mit Superkobolden ein, dass die auf 3 Uhr auch rein zum Adler gehen. Ich sagte ja vorhin, große Def rausnehmen im Sui ist immer gut. Auf 6 Uhr habe ich einen E-Drag, der fliegt da außen lang, räumt die Seite ein bisschen weg und mein Mittelteil besteht in diesem Fall jetzt aus vielen, vielen Inferno-Babys und Loons. Der Gegner hatte hier, habt ihr vielleicht eben gesehen, 2 Single-IT und da habe ich jetzt keine Drachenreiter dabei, dafür aber die besagten Skelettzauber. Auch hier spiele ich eine Long-Blimp. Ich erwähnte ja vorhin, dass ich auch manchmal Yetis dabei habe. Das habe ich in diesem Fall in der Blimp, obwohl ich damit die CB ziehe. Aber das Rathaus war so weit weg, davor waren ein paar Lücken. Und wenn da der Tornado liegt und das Ganze ins Tudeln kommt mit den Bauhütten dazu,
hatte ich leider schon, dass mein Drache mit den Loons auch unter dem Wut das Rathaus nicht bekommen haben. Und die Yeti Blimp, da kann ich mich wenigstens auf die kleinen Yeti Miles verlassen, dass die das Rathaus am Ende holen. Und deswegen hatte ich an dieser Stelle einfach die Yeti Blimp gewählt. Das war für mich so ein Sicherheitsding. Und wie ihr sehen könnt, ist das auch gut durchgelaufen. Und das war ein 3-Sterne-Angriff im CW. So, nachfolgend seht ihr jetzt weitere Legendenangriffe. Hier schon der nächste. Da habe ich wieder die Drachenreiter dabei. Auch eine bekannte Base, die ihr hier seht. Habe in dem Fall Skelettzauber mitgehabt, aber nicht, weil da Single IT waren, sondern weil ich in Legende immer so ein bisschen abwechsel und auch, wie gesagt, einiges ausprobiere derzeit mit den Inferno-Babys. Aber in dieser Kombination bekommt man viele Basen auf 3 Sterne oder zumindest 2 mit hohen Prozenten. Probiert das einfach mal aus, ich kann es euch empfehlen. Ich finde, die Babys machen Spaß und man kann sie auch super nutzen, um die eigenen CBs im CW damit zu befüllen. Das war es an dieser Stelle von mir. Bis bald mal wieder und ciao. Feel paralyzed.
And the crowd.